Strahlender Sonnenschein, traumhafte Pisten, einladende Hütten. Die Skigebiete im Wintersportland Salzburg mit ihren 3000 Pistenkilometern bieten ideale Voraussetzungen für den ultimativen Skispaß. Nur, so ganz ungetrübt ist das Vergnügen nicht immer. Dann nämlich, wenn ein Skitag im Krankenhaus endet. Immerhin ereignen sich pro Jahr rund 13.000 Skiunfälle, nach denen die Sportler in Spitälern behandelt werden müssen. Das soll sich ändern. Sportreferent David Brenner hat gemeinsam mit Partnern das mehrjährige Aktionsprogramm Pistensicher ins Leben gerufen. Den Auftakt dafür bildete ein Pistensicherheitstag in Obertauern. In Salzburg gibt es 13.000 Skiunfälle pro Jahr, die im Krankenhaus enden. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, gemeinsam im Kuratorium für Verkehrssicherheit, mit AWOS, gemeinsam mit dem ABÖ, gemeinsam mit Wüstenrot, das zu reduzieren. Unser Ziel ist in 3 Jahren 5% weniger schwere Skiunfälle. Und dazu gibt es heute den Pistensicherheitstag. Aber es geht nicht nur um diesen Tag. Es ist ein mehrjähriges Programm. Wir haben Pistensicherheitsguides unterwegs. Das sind die in diesen Jacken, die die Skifahrer beraten, die darauf schauen, ob das Material passt, die den Leuten behilflich sind, wenn sie sehen, dass sie vielleicht Unsicherheiten haben. Es gibt Bremstests, um zu sehen, wie lange brauche ich denn eigentlich, bis ich zum Stehen komme. Wir sprechen auch das Thema Alkohol und Skifahren an, denn auch das wird immer wieder eigentlich unterschätzt, wie stark man eingeschränkt ist, wenn man vielleicht das ein oder andere Gläschen zu viel trinkt. Und das wird nicht nur heute stattfinden, sondern in vielen Skigebieten die ganze Saison und auch die nächsten Jahre und ab Herbst auch in den Schulen Salzburgs. An mehreren Stationen gab es am Pistensicherheitstag praktische Tipps und Informationen über sicheres Skifahren und Freeriden. Winterwarm-up zum Mitmachen mit Experten des Arbeitskreises für Vorsorgemedizin stand ebenso auf dem Programm wie ein Sicherheitscheck der Skiausrüstung, ein Sicherheitsparcours und Informationen über die 10 FIS-Verhaltensregeln. Wüstenrot verloste Freeride-Skier und Ski- und Borderhelme. Der ABÖ informierte über den fachgerechten Transport der Wintersportgeräte. Das Kuratorium für Verkehrssicherheit hat eine Geschwindigkeitsmessstrecke mit Bremstest eingerichtet. Außerdem waren den ganzen Tag über 2 Sicherheitsteams unterwegs, um die Sportler während der Liftfahrt und auf der Piste für ein Mehr an Sicherheit zu sensibilisieren. Nicht nur für alle Hobbysportler, sondern auch für Profis ist Sicherheit ein wichtiges Thema. Daher unterstützen Slalom-Olympiasieger Thomas Stangassinger, die Weltklasse-Snowboarderin Manuela Riegler und der Freeski-Profi Matthias Meyer die Initiative Pistensicher. Thema Pistensicherheit ist für mich sehr wichtig. Wir haben 2 Mädels zu Hause, die was auch regelmäßig Skifahren. Und ich versuche schon, dass ich das immer vermittelt, dass man ja vernünftig fährt, Tempo dosiert. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Auch für uns Profis ist das Thema Pistensicherheit ein sehr großes und wird sehr groß geschrieben. Und wir halten uns auch die ganze Zeit daran, um auch für die Sicherheit der anderen und auch nicht für uns zu sorgen. Und die Sicherheit ist für uns natürlich auch abseits der Piste ein extrem großes Thema und immer wichtig. Bis Saisonende wird es noch in weiteren Skigebieten des Landes solche Pistensicherheitstage geben. Als nächster Schritt ist dann ab Herbst ein Schulschwerpunkt geplant. Ganz generell, für ein ungetrübtes Skivergnügen gilt weniger Tempo und mehr Rücksicht. Fahren mit Köpfchen ist cool und noch dazu pistensicher.